Punkt ist 8. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9. Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksachennummer 11886, Steuergerechtigkeit herstellen, Taten statt Worte, mehr Betriebsprüfer jetzt. Ich eröffne die Aussprache und für die antragstellende Fraktion hat Herr Kollege Schulz das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und daheim. Der Titel unseres Antrags, Steuergerechtigkeit herstellen, Taten statt Worte, mehr Betriebsprüfer jetzt, spricht für sich. Da braucht es im Prinzip keine weitere Erläuterung. Man muss den Antrag lesen, aber vielleicht auch die eine oder andere Begründung für die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Saal insbesondere. Warum wir Piraten das so sehen, wie dargestellt, in unserem Antrag haben wir besonders herausgearbeitet, worauf es nämlich in der aktuellen Debatte ankommt. Was macht die SPD daraus? Gut, sie muss sich nicht drum kümmern. Sie kann aber dann, wie gestern, nach der Klausurtagung der Fraktionen aus Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein verkünden, Wiedereinführung der Vermögenssteuer und dann die Koketterie mit dem alten Wahlspruch der Linken, Reiche mehr besteuern. Die Bundestagswahl wirft ihre Schatten voraus, selbstverständlich auch die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Aber das ist eben Bundespolitik, meine lieben Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Bleiben Sie doch einfach im Land und unterstützen unseren Antrag. Da unterstützen Sie unseren Antrag, da tun Sie etwas Gutes. Selbst der Abgeordnete Abel mit seinen Grünen forderte genau das oder ihn zumindest in diese Richtung gehend, ausgearbeitet mit der konkreten Zahl, er sprach von 2000 im Februar diesen Jahres und ist damit wesentlich näher an dem Problem dran als die Koalitionspartnerin SPD und allemal näher als die Landesregierung, wie es im Moment zumindest vorbehaltlich der abschließenden Vorlage eines Haushaltsentwurfs für 2017 aussieht. Und da stört es mich auch nicht, dass Kollege Abel bei der Anhörung zum Haushalt 2016 sicher genau zugehört hatte, als ich genau dieses Thema, nämlich mehr Betriebsprüfer, beim Chef der Deutschen Steuergewerkschaft Nordrhein-Westfalen, Lehmann, intensiv hinterfragt hatte. Deswegen weiß ich eigentlich die Grünen an unserer Seite, und das finde ich besonders gut. Egal ob Herr Finanzminister Panama Papers, LuxLeaks oder Steuer-CDs, die ganze Welt redet jetzt über Steuergerechtigkeit, Sie, Herr Finanzminister, schon länger, wir auch, hier im Landtag immer schon. Das ist auch gut. Nur Steuergerechtigkeit ist keine Sache von Leaks, sondern eine Frage des Steuervollzugs. Steuergerechtigkeit bedeutet nämlich nicht, dass es durch willkürliche und teils mutige Taten von Einzelpersonen zur Aufdeckung von Straftaten wie zum Beispiel Steuerhinterziehung kommt, sondern dass sich Bürgerinnen und Bürger eines Landes sicher sein können, dass der Rechtsstaat auch Recht durchsetzt, in diesem Fall Steuerrecht. Und es sind nicht die Beamtinnen und Beamten in der Stadt, in der Steuerverwaltung, die leisten das in ihren Kräften stehend Mögliche und das sogar in einem als gut zu bezeichnenden, vielleicht sogar sehr gut zu bezeichnenden Umfang, aber sie kämpfen auf verlorenem Posten. Rund 45.000 Betriebsprüfungen in einem Jahr, roundabout, stehen fast 1,8 Millionen Betriebe in Nordrhein-Westfalen gegenüber. Das heißt, mehr als 95% aller Betriebe werden nicht geprüft, weil sie mangels ausreichenden Personals nicht geprüft werden können. Bei dieser Quote reicht der Dreisatz, um die im Antrag erwähnten Zeiträume von Betriebsprüfungen zu errechnen und zu wissen, dass Jahr für Jahr zig Milliarden Steuern dem Fiskus entgehen in Nordrhein-Westfalen. Dann nützt es eben nicht, wie Anfang 2015 in einer Pressemitteilung des Finanzministeriums hervorgehoben, die gute Rolle NRWs bei den Betriebsprüfungen im Ländervergleich hervorzuheben. Da muss es einfach heißen, Herr Finanzminister, das Bessere ist der Feind des Guten und ausnahmsweise an dieser Stelle mehr bringt mehr. Denn jeder Prüfer erbringt ein Mehrfaches seiner hierfür aufzuwendenden Personalkosten, selbst bei Beachtung von Grenznutzen. Bevor man also Weltfinanzpolizei spielt, sollte man seine Hausaufgaben machen. Sorgen Sie, Herr Finanzminister, für mehr Personal im eigenen Haus. Wir brauchen größere Ausbildungskapazitäten. Wir waren in Nordkirchen mit dem Haushalt- und Finanzausschuss und wissen, dass auch die dort in der Ausbildung am Anschlag arbeiten. Aber bauen Sie eben Ausbildungskapazitäten auf.
Wir brauchen flexible Lösungen, ergänzend und parallel dazu, bei Menschen, die eigentlich in Pension oder Rente gehen würden und die Qualifikationen aufweisen. Hier bedarf es der Herstellung von Anreizsystemen. Gerade hier haben wir ja zuletzt gesehen, wie leicht das möglich ist. Ich erinnere an das Gesetz zur Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes, verabschiedet am 16. März diesen Jahres hier in diesem Plenum. Und gerade gestern wurde auf Bundesebene gemeinsam mit der SPD die Flexi-Rente beschlossen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der SPD, erklären Sie den Menschen heute einmal, wie die regelmäßige Prüfung der von Ihnen beschlossenen Vermögenssteuer durchgeführt werden soll, während wir schon heute ohne die Vermögenssteuer grüne Wochen in den Finanzämtern haben. Wir brauchen mehr Personal, das steht im Antrag, stimmen Sie ihm zu. Nun weiß ich nicht, was der Finanzminister gleich hier verkündet, aber ich glaube, die Grünen sind da dem Finanzminister etwas voraus. Und ich hoffe doch sehr, dass Herr Kollege Abel, der auch gleich reden wird, hier nicht gleich eine Rolle rückwärts gegenüber seiner Forderung aus Februar vollziehen wird. Der Beschlussteil unseres Antrags ist bewusst weich gehalten. Wir fordern nichts, was der Finanzminister nicht einhalten könnte. Dieser Antrag wäre ein wichtiges Zeichen für die Menschen in diesem Land, das aufzeigt, wie wichtig uns das Wort Steuergerechtigkeit ist, dem nunmehr Taten folgen müssen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Kollege Schulz. Für die SPD-Fraktion hat Frau Kollegin Gebhardt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Als ich Ihren Antrag, Kollege Schulz, in den Händen hielt und die Überschrift gelesen habe, dachte ich, Steuergerechtigkeit herstellen? Ja, natürlich. Taten statt Worte? Immer gut. Mehr Betriebsprüfer jetzt? Ja, gerne. In Bayern zum Beispiel. In Ihrer Sachverhaltsdarstellung, anders als Sie es vorhin hier versucht haben, in Ihrer Sachverhaltsdarstellung im Antrag beziehen Sie sich einerseits auf die bundesweite Betriebsprüfungsstatistik und andererseits auf ein Interview in der SZ mit Dieter Ondracek, dem damaligen Vorsitzenden der Deutschen Steuergewerkschaft. Schaut man mal in das Interview rein, dann fällt einem zunächst die Überschrift ins Auge. Die lautet nämlich, Bayern wird zur Steueroase. Dann gibt es auch eine interessante Passage, die herausstellt, dass die bayerische Praxis konsequente Bundesländer wie, aufgemerkt, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz bestrafe. Die Bundesregierung per Gesetz müsse harte Kontrollen von allen Ländern einfordern, und Bayern, das von der Bund-Länder-Kommission geforderte, stellen soll in der Finanzverwaltung um 15% aufstocken. Auf die Situation in Nordrhein-Westfalen gehen Sie in Ihrem Antrag mit keinem Wort ein, nur in Ihren Forderungen. Dabei würde es sich doch lohnen, auf Nordrhein-Westfalen einzugehen. Zumal Nordrhein-Westfalen seit dem Amtsantritt der rot-grünen Landesregierung der aktivste, erfolgreichste und entschlossenste Kämpfer für Steuergerechtigkeit in Deutschland ist. Seit Regierungsantritt 2010 haben wir die Zahl der Ausbildungsplätze in der Finanzverwaltung für den mittleren und gehobenen Dienst von 620 im Jahr 2010 auf jetzt 977 erhöht. Das ist eine Steigerung um 57%. Gleichzeitig haben wir 200 zusätzliche Stellen der Betriebsprüfung zugewiesen, aus genau den Gründen, die Sie vorhin auch hergeleitet haben. Und das bringt in der Tat ganz konkret mehr Einnahmen für Deutschland und auch Nordrhein-Westfalen. Durch Betriebsprüfungen wurden im Jahr 2014 in Deutschland knapp 18 Milliarden Euro an Mehrsteuern inklusive Zinsen eingenommen. Von diesen 18 Milliarden wurden mehr als ein Drittel in Nordrhein-Westfalen erzielt. Wir haben also bei einem Bevölkerungsanteil von großzügig gerechneten 22% an der Gesamtbevölkerung über 33% der besagten Steuereinnahmen durch gute und flächendeckende Betriebsprüfungen generiert. Davon profitiert der Bund und die anderen Länder, eben auch Bayern. Mit mehr als 3.600 Steuerprüfern für die allgemeine Betriebsprüfung stellen wir übrigens auch mehr als 27% der 13.000 Prüfer im gesamten Bundesgebiet. Hinzu kommen noch einmal mehr als 1.000 Stellen bei der steuerlichen Außenprüfung. Obwohl Sie nur die bundesweite Situation reflektieren und nicht die in NRW, formulieren Sie nicht etwa Anforderungen an den Bund, sondern an Nordrhein-Westfalen.
Offenbar wollen Sie, dass sich Nordrhein-Westfalen noch mehr von den anderen Bundesländern absetzt. Dagegen ist ja bei einer guten Sache nichts zu sagen. Aber Sie vergessen, dass man Finanzbeamte und Betriebsprüfer nicht im Online-Shop kaufen kann. Hierfür müssen wir erfahrene Innendienstmitarbeiter der Finanzverwaltung fortbilden. Und das geschieht. Aber es braucht Zeit und es führt, wie wir seit 2010 zeigen, ja auf Dauer zum Erfolg. Auch die Ausbildungszahlen noch höher zu setzen, ist nicht so einfach. Wie Sie wissen, wir haben Nordkirchen besucht als Ausschuss. Und Nordkirchen ist, was die Ausbildungszahlen anbetrifft, am Limit. Und was Ihre dritte Forderung anbetrifft, sie ist bereits erfüllt. Wenn Sie das in das entsprechende Gesetz schauen, dann stellen Sie fest, dass der Anreiz nicht ausschließlich für die Polizei dort formuliert ist und die Finanzverwaltung eben nicht ausgeschlossen ist. Das heißt, es bedarf lediglich einer Darlegung der besonderen Bedeutung der Aufgabe, wie sie im Gesetz definiert ist. Ich komme also noch mal zurück auf Ihre Überschrift, Taten statt Worte. Die Taten kommen seit 6 Jahren von uns. Die kommen von rot-grün regierten Bundesländern. Die kamen in den vergangenen Jahren weder von der CDU, noch von der CSU, noch aus dem Bundesfinanzministerium. Dort wird gebremst, dort wird sich unsolidarisch mit anderen Ländern verhalten, die das Steuerrecht umsetzen. Dort wird auch verhindert, dass die Mehreinnahmen durch verstärkte Betriebsprüfung denjenigen Bundesländern zugutekommen, die die Betriebsprüfung durchführen. Wenn Sie also demnächst nach einem Adressaten für Ihre Forderung nach mehr Steuergerechtigkeit und Ehrlichkeit suchen, blicken Sie gern Süden, blicken Sie gern Berlin oder von mir aus gesehen nach rechts. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Geppert. Bleiben Sie bitte gleich hier. Ja, Herr Kollege Schulz hat sich nämlich zu einer Kurzintervention gemeldet. Er müsste sich jetzt allerdings noch mal eindrücken, damit ich das Mikro freigeben kann, was jetzt erfolgt ist. Wunderbar. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Frau Kollegin Geppert, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Wenn Sie das Protokoll Ihrer Rede hinterher auf das Protokoll meiner Rede legen, werden Sie wesentliche Überschneidungen, um nicht zu sagen Identitäten, feststellen. Ich habe selbstverständlich auch die Ausführungen des Finanzministeriums für 2014 eben erwähnt, nämlich bezogen auf die Pressemitteilung und bezogen darauf, dass die Steuerbeamten in Nordrhein-Westfalen hervorragende Arbeiten geleistet haben. Ja, Sie haben die Zahl für den Bund erwähnt. Ich ergänze das noch um die Zahl für Nordrhein-Westfalen, 5,7 Milliarden. Sie haben aber möglicherweise überhört, dass ich gesagt habe, 95% aller Betriebe in Nordrhein-Westfalen werden nicht geprüft. Die 5,7 Milliarden sind aus rund 45.000 Betriebsprüfungen in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2014 entstanden. Wenn aber mehr als in einem Zeitraum von 2 Jahren, wohl bemerkt, mehr als 95% der Unternehmungen, der Betriebe nicht geprüft werden, da brauchen Sie es wirklich nur hochzurechnen. Da reden wir von mehreren zig Milliarden Steuern, die nicht nacherhoben werden. Das nützt also hier herzlich wenig, auf Bayern zu gucken. Bayern interessiert uns in diesem Landtag allenfalls vergleichend. Uns interessiert in diesem Landtag das Nordrhein-Westfalen, vor allen Dingen Nordrhein-Westfalen, das Wohl der Bundesrepublik sehr wohl, aber auch das Wohl und die Finanzkasse des Landes Nordrhein-Westfalen. Wie wollen Sie es also bitte schön den Menschen erklären, dass eben auch bei den von Ihnen genannten Zahlen an nachträglichen Einstellungen nicht noch mehr notwendig ist? Selbst Ihr Koalitionspartner ist dafür, mindestens 2000 einzustellen. Also sagen Sie doch mal was dazu. Na gerne. Herr Kollege Schulz, ich habe natürlich nur darauf eingehen können, was in Ihrem Antrag stand. In Ihrem Antrag haben Sie nur bundespolitische Zahlen verwendet, sodass der Eindruck da entstehen musste bei mir, dass Sie sozusagen die nordrhein-westfälischen Zahlen und die gute Stellung, die in Nordrhein-Westfalen bei der Frage von Umsetzung und Steuerrechtigkeit im Ländervergleich einnimmt, nicht sozusagen auf dem Schirm hatten. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man das noch steigern können, wird niemand von uns in Abrede stellen. Die Frage ist, wie ist man in der Lage, das hinzubekommen? Und Sie können nicht einfach, es nutzt nicht zu beschließen, wir wollen 2000 zusätzliche haben, sondern die müssen Sie sozusagen erstmal ausbilden und hinbekommen. Und da sind wir dran, dass in der Zeit von Schwarz-Gelb die Stellen so abgebaut worden sind, dass wir jetzt mühselig wieder hochfahren müssen. Das ist leider Fakt, aber da sind wir dran und ich kann nicht erkennen, dass eine... Sie haben ja keine Jahreszahl genannt. Auf welche Jahreszahlen wäre das denn realisierbar? Also das heißt, wir sind dabei. Es bedarf Ihres Antrages nicht, dass wir das weiter aufstecken. Wir sind uns einig, dass Betriebsprüfungen sinnvoll und notwendig sind. Wir sind uns hoffentlich auch einig,
Da steht in Ihrem Antrag leider nicht drin, dass wir beispielsweise Berlin dazu kriegen müssen, dass eine andere Anrechnung dann dieser Mehreinnahmen in den Ländern erfolgt. Denn wenn das passieren würde, dann würden sich vielleicht die anderen Länder auch auf den Weg machen und sich nicht sozusagen generieren als Steueroase, wie das Bayern beispielsweise tut. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Gebhardt. Für die CDU-Fraktion hat jetzt Herr Kollege Stein das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer. Ja, Steuergerechtigkeit herstellen, Taten statt Worte, mehr Betriebsprüfer jetzt, so Herr Schulz, lautet Ihr Antragstitel. Und es lässt sich erstmal festhalten, dass die Zahl der Betriebsprüfer ein weiteres Beispiel dafür ist, wie die Landesregierung inhaltlich zerstritten ist. Die Grünen, sie fordern öffentlich 2000 neue Stellen und das Finanzministerium, es hält sich dort zurück. Die Entscheidung sei eine Verhandlungssache im Haushalt 2017, so das Ministerium. Warum reden Sie, liebe Vertreter von Grünen und SPD, in der Öffentlichkeit hier wieder und erneut übereinander, statt im Kabinett miteinander zu sprechen? Ihr Stil erinnert mich an ein Ehepaar, welches kurz vor der Scheidung steht. Vielleicht sollten Sie auch einmal zur Paarberatung gehen. So. Steuergerechtigkeit und Steuerehrlichkeit sind in der Tat wichtige Punkte. Wir sind daher der Meinung, wir brauchen eine starke nordrhein-westfälische Finanzverwaltung. Sie ist unsere Einnahmeverwaltung und hat daher auch einen besonderen Stellenwert verdient. Wir haben dazu unsere Vorstellungen in unserem Fachantrag Nordrhein-Westfälische Finanzverwaltung der Zukunft mit der Drucksache Nummer 16/6132 bereits im Sommer 2014 in den Landtag eingebracht. Und auch in den letzten Sitzungen des Haushalts- und Finanzausschusses haben wir uns über die Ergebnisse des Lenkungskreises Finanzverwaltung der Zukunft ausgetauscht. Man kann es natürlich über 2000 neue Stellen nachdenken, Herr Schulz, aber die Ausbildungskapazitäten, wir haben das gehört auch schon im Vorfeld von Frau Gebhardt, die sind zwar erhöht worden, sie bleiben aber doch begrenzt. Und qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber für die Finanzverwaltung, sie wachsen auch nicht auf den Bäumen. Und die Lage wird ja auch dadurch verschärft, dass das Personal der Finanzverwaltung in der Wirtschaft sehr gefragt ist. Zusätzliche Stellen lösen also die strukturellen Probleme zunächst nicht. Die vorrangige Aufgabe, die muss doch sein, dass die Rahmenbedingungen für Beschäftigte in der Finanzverwaltung attraktiver werden im Wettbewerb um die besten Köpfe. Und zu einer leistungs- und konkurrenzfähigen Finanzverwaltung gehören unter anderem dann eine verlässliche Mitarbeiterförderung, eine verbesserte IT-Ausstattung und ein zielgerichtetes Gesundheitsmanagement. Die Landesregierung, sie hat diese Chance im Rahmen des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes vertan. Dieses Stückwerk ist geprägt von fehlendem Mut und beispielsloser Einfallslosigkeit. Wir brauchen jedoch mehr Flexibilität statt starrer Regelungen. Wo bleibt dann ein gutes Personalentwicklungskonzept? Und wie wollen Sie vor allem die richtige Balance zwischen Außen- und Innendienst herstellen, damit die Attraktivität der Arbeitsplätze in der Finanzverwaltung auch wirklich steigt? Wir fordern daher, Herr Finanzminister, Sie müssen endlich nachhaltig für Ihre Verwaltung, insbesondere auch für Ihre Beschäftigten handeln. Und ich möchte jetzt auch noch eine Einladung aussprechen. Es sind alle Fraktionen eingeladen, unseren Antrag aus dem Sommer 2014 und auch die Ergebnisse aus dem Lenkungskreis in ein gemeinsames fraktionsübergreifendes Positionspapier einfließen zu lassen. Wir werden uns jetzt aus diesen Gründen zu diesem Antrag enthalten und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Stein. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht jetzt Herr Kollege Abel. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Schulz, das war natürlich ein vergiftetes Lob. Dann sind Sie ins Eigenlob übergegangen und zum Schluss haben Sie sich dann im Selbstlob doch verloren. Und die Frau Kollegin Gebhardt hat ja dankenswerterweise schon auf die Zahlen hingewiesen. 200 zusätzliche Betriebsprüfer seit 2010, die Anwärterinnenzahlen um 47% gesteigert. Also das Bild, was Sie mit den Zahlen, die Sie aus Bundesvergleichen auf NRW dann runtergebrochen haben, versucht zu zeichnen, das stimmt so schon mal nicht. Und eine Rolle rückwärts, die kann ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Die will ich aber auch nicht. Es ist tatsächlich so, dass wir in der Enquete-Kommission Tragfähigkeit öffentlicher Haushalte uns die einzelnen Bereiche unserer Landesverwaltung angeschaut haben.
Diese Enquete-Kommission hat sich mit dem demografischen Wandel befasst. Und wir haben festgestellt, dass bei der Finanzverwaltung wir es mit der Verwaltung zu tun haben, die überdurchschnittlich viele Pensionärinnen und Pensionäre in den nächsten Jahren zu erwarten hat. Wir hatten 2007 Zahlen um 7.000. Wir werden jetzt bis 2017 die 9.000 erreichen. Und wir werden 2030 einen Höhepunkt mit über 12.000 Pensionierungen im Jahr erreichen. Und wenn man sich dann dieses Gap anguckt, um zu schauen, dass bei den zusätzlichen Aufgaben, die auf unsere Finanzverwaltung zugekommen sind, wenn man da nachsteuern will, kommt man auf ein Gap von 2.000 zusätzlichen Stellen bei der Finanzverwaltung. Sie beziehen sich da aus einem Interview von mir vom 17. Februar aus der Rheinischen Post. Da war die Überschrift 2.000 zusätzliche Finanzbeamte. Im Text steht aber, so wie ich es auch freigegeben habe, zusätzliche Stellen bei der Finanzverwaltung. Und dazu stehen wir. Und wenn Sie jetzt versuchen, da irgendwie eine Koalitionskrise oder Streitigkeiten draus zu konstruieren, dann läuft das fehl. Vor allen Dingen, Herr Stein, das kann ich mir nicht verkneifen, ich finde es sehr lustig, nachdem Sie die Piratenfraktion verlassen haben, wo es ja offensichtlich so viel Streit gibt, dass Sie es nicht ausgehalten haben und jetzt sich bei der CDU integriert haben, uns auch noch Partnerberatung zu empfehlen. Also das finde ich schon sehr lustig. In der Tat stehe ich dazu. Das müssen nicht Finanzbeamte sein, aber ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass wir bei den zusätzlichen Aufgaben, die Finanzverwaltung, unsere Finanzverwaltung jetzt vor der Brust hat, beispielsweise die internationalen Abkommen, beispielsweise die Einführung der elektronischen Akte, dass wir auch Tarifbeschäftigte dazu holen, die beispielsweise dann dort, wo Beamte zurzeit eingesetzt sind, beispielsweise in der Veranlagung bei den Finanzämtern, so wie wir das bei der Polizei auch getan haben, die Finanzbeamtinnen entlasten, dass die dann frei werden und dass sie zum Beispiel dann mit Aus- und Weiterbildung auch in die Betriebsprüfung gehen können. Und Herr das ist Kollege in der Tat, Abel, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Es wird bitte. Sie sicherlich nicht wundern, dass Herr Kollege Schulz Ihnen eine Zwischenfrage stellen möchte. Nein, sehr gerne, bitte. Vielen Dank, Herr Kollege Abel, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie hatten gerade ja auch noch mal Ihr Interview aus Februar erwähnt und beziehen Ihre Ausführungen auf die Frage des demografischen Wandels und dazu auch die Enquete bemüht. Die von Ihnen dort, gehe ich recht in der Annahme, dass die von Ihnen in diesem Interview genannten Zahlen bezogen auf den demografischen Wandel, insbesondere aber auch die Zahlen der prognostizierten Abgänge aus der Finanzverwaltung, noch einigermaßen abgestimmt und zutreffend sind, mit der Folge, dass Ausbildungskapazitäten geschaffen werden müssen in der Zukunft, um diese Abgänge zu kompensieren? Also es wäre jetzt doof, einfach Ja zu antworten, weil dann würde die Uhr weiterlaufen. Deswegen will ich das noch ein bisschen ausführen und will auch noch mal die Zahlen Das ist eine sehr eigene Interpretation der Geschäftsordnung, Herr Kollege. Wir hören Ihnen jetzt genau zu. Herr Präsident, vielen Dank, dass ich jetzt die volle Aufmerksamkeit des Hauses habe. Und deswegen will ich auf die Frage, die der Kollege Schulz mir gestellt hat, dann auch noch mal mit Zahlen antworten. Nämlich, wir hatten 2011 7.178, um ganz genau zu sein, Pensionäre bei der Finanzverwaltung. Wir werden 2020 9.725 haben. Das heißt, wir haben bis 2020 schon ein Gap, die mit zusätzlichen Anwärterstellen gefüllt werden müssen. Aber nochmal, es wird alleine nicht reichen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, und unsere Fraktion auch, dass wir auch mit zusätzlichen Tarifbeschäftigten, die die Finanzverwaltung bei den jetzt anstehenden Aufgaben entlasten, auch Entlastung bringen, sehr kurzfristig Entlastung bringen, dass wir mehr Kapazitäten haben. Und das gehört auch zu diesen 2.000 zusätzlichen Stellen, die wir gefordert haben und zu denen wir auch stehen. Nur seit dem Februar gab es auch keine Haushaltsberatungen oder Haushaltsverhandlungen und kein Haushalt, der verabschiedet wurde, wo wir das nachvollziehen konnten. Und das, was wir in den bisherigen Haushalten gemacht haben, das hat die Frau Kollegin Gebhardt eben dargestellt, wir haben eine Steigerung um 57%. Und da müssen Sie der Kollegin Gebhardt dann aber auch zugestehen, dass sie dann den Blick in andere Bundesländer bringt. Denn es ist in der Tat so, dass Bundesländer sagen, warum sollen wir jetzt zusätzliche Beamtinnen und Beamte einstellen oder zusätzliche Stellen bei der Finanzverwaltung schaffen, wenn uns das über Ausgleichsmechanismen im Länderfinanzausgleich wieder weggenommen wird.
Wenn wir uns dann vergewissern, dass beispielsweise die ostdeutschen Bundesländer zum Teil Landeshaushalte haben, die ein Drittel fremdfinanziert sind, unter anderem aus dem Länderfinanzausgleich, dann ist eine berechtigte Forderung, die der Finanzminister auch immer wieder gestellt hat und wo er unsere volle Rückendeckung hat, dass auch mehr von dem, was unsere Finanzverwaltung hier erhebt, bei den Ländern bleibt und dass nicht alles an den Bund geht. Und wir müssen dann auch darüber reden, wenn wir über das Thema Steuergerechtigkeit reden, und ich hatte gerade eine Besuchergruppe, die dieses Thema auch angesprochen hat, die mich gefragt hat, Herr Abel, jetzt haben wir mal auf Ihre Webseite geguckt, Panama und alles, das ist ganz schlimm, das beschäftigt uns auch, wir zahlen alle unsere Steuern, einige tun das nicht, was ist denn bisher passiert? Der Herr Kollege Stein, da kann ich Sie nur wirklich darum bitten, dann sitzen wir letztendlich als Demokraten alle im selben Boot, denn das Einzige, was man vermelden konnte, seitdem wir hier im Landtag, im Hohen Hause auch eine Einigkeit hatten bei diesem Thema, in vielen Punkten, nicht in allen, aber in vielen Punkten, ist das Einzige, was passiert ist, dass die EZB den 500-Euro-Schein abgeschafft hat und die BaFin, wie heute Morgen zu lesen war, will jetzt intensiver in Betriebsabschlüsse schauen. Da kann ich nun wirklich sagen, so kommen wir nicht weiter und am Ende ist das ein Vertrauensverlust, den wir als Politik insgesamt zu verantworten haben und deswegen ist es richtig, zusätzliche Stellen für die Finanzverwaltung, aber Sie müssen auch als größter Landesverband der CDU mit einem Staatssekretär aus Ihren Reihen in Berlin müssen Sie die Hausaufgaben machen und dazu gehört ein Transparenzregister und dazu gehört auch, dass die Länder entlastet werden und dass mehr von denen, was die Länder eintreiben und an Steuern erheben, in den Ländern bleibt und nicht in der Kasse von Herrn Schäuble verschwindet. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Abel. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Witzel das Wort. Nun, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, für uns als Rechtsstaatspartei ist es selbstverständlich, dass wir eine funktionierende Verwaltung haben, die handlungsfähig ist im Land, dass der Staat natürlich in der Lage sein muss, die parlamentarisch beschlossenen Gesetze auch durchzusetzen. Das gilt ohne jeden Zweifel, Herr Kollege, auch für den Bereich des Steuerrechts. Und dazu gehören natürlich auch punktuelle Kontrollen der Betriebsprüfung. Sich allerdings hier, wie die Antragsteller der Piraten, hinzustellen und mal wieder sich besonders einfach zu machen, indem man blumig die Forderung in den Raum stellt, wir könnten ja hier tausende weitere Stellen schaffen, halten wir für falsch. Neueinstellungen in dieser Größenordnung sind vielleicht für Sie als Antragsteller der einfachste und ideenloseste Weg, aber sicherlich nicht der einzige und auch nicht der ehrgeizigste. Das Ziel muss es sein, die Effizienz der Verwaltung in Nordrhein-Westfalen entsprechend zu erhöhen. Da gibt es viele interessante Ansätze, über die wir gerade bei der Steuerverwaltung momentan reden, in puncto Digitalisierung. Ich dachte, da hätten die Piraten vielleicht auch eine etwas größere Nähe zu diesem Thema. In dem Augenblick, das kann man ja kritisch diskutieren, aber wo es absehbar einen Online-Zwang geben wird für Steuererklärungen, brauche ich eben auch manuell weniger Personal, das Zahlen eben selber dann in den Ämtern soweit eingibt. Wir haben Prüfungsberichte des Landesrechnungshofs, die dem Finanzminister seit langem vorrechnen, wo er an welchen Stellen Überbesetzungen hat von Finanzbeamten. Dass er zum Beispiel sich seit langem weigert, wir haben es mehrfach hier angesprochen, die Überbesetzung der Stellen der Finanzverwaltung in Casinos trotz des Umsatzrückgangs dort nicht zurückzuführen. Auf einen Schlag können Sie dort 50 Stellen erwirtschaften, die dann an anderer Stelle im System ihre Arbeit verrichten. Da können Sie als SPD und Grüne den Landesrechnungshof so viel auslachen, wie Sie wollen, wie Sie das ja auch gerade hier in nicht sehr respektabler Art und Weise dokumentieren. Sie sollten lieber die Berichte und die Befunde nachlesen und Ihren Finanzminister fragen, warum er da nicht handelt. Die Finanzverwaltung hat in Nordrhein-Westfalen angesichts der großen Flüchtlingskrise gerade über Monate Hunderte von Vollzeitstellen für Flüchtlingsregistrierung abgestellt.
Also anscheinend scheint es da ja auch nicht zum Zusammenbruch der Aktivitäten der Finanzverwaltung in Nordrhein-Westfalen gekommen zu sein. Sonst hätte man ja anders wie im Bereich der Polizei diese Freistellung dort sicherlich für die letzten Monate nicht organisieren können. Und deshalb muss das Ziel sein einer Regierung, die ja hier bereits, seitdem sie die letzten 5 Jahre gehandelt hat, bereits 7.652 Vollzeitstellen aufgebaut hat. Sie haben ja massiv den Personalkörper dieses Landes bereits erhöht, nicht auch noch Überlegungen anzustellen, immer weiter ideenlos hinzugehen und nur auf Neueinstellungen zu setzen. Das Thema dieses Hauses und für diese Regierung muss es sein, die Effizienz des Verwaltungshandelns zu erhöhen, Bürokratie abzubauen, zu vereinfachten Verfahren zu kommen, nicht alles in diesem Land zu verbieten, nicht alles in diesem Land zu regulieren und dann auch nicht mehr alles in anderen Bereichen kontrollieren zu müssen. Herr Kollege, 300 Stellen allein für Remmels Umweltverwaltung haben Sie entsprechend beschlossen. Da haben Sie Potenziale, die, wenn Sie meinen, die Finanzverwaltung säuft arbeitsmäßig ab, sicherlich Leute besser zum Einsatz kommen. Herr Kollege Witzel, würden Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Schulz zulassen? Ja, aber selbstverständlich doch. Voller Euphorie, Herr Kollege Schulz, bitte. Vielen lieben Dank, lieber Kollege Ralf Witzel, dass Sie die Frage zulässt. Könnten wir darüber Konsens finden, dass jetzt die in der Rede zum Ausdruck gekommene Vereinfachung im Bereich der Steuererklärung und auch der Steuerveranlagung nicht gleichzusetzen ist mit der Frage der Betriebsprüfungen, die hier und heute Gegenstand der Debatte sind? Ich bin da vollkommen bei den Ausführungen von dir, insofern, als man vielleicht entbürokratisieren kann. Die Frage ist gestellt. Können wir darüber Konsens finden, dass die Frage der Steuervereinfachung bzw. der Erhebungsvereinfachung nicht gleichzusetzen ist mit der Frage der Betriebsprüfung? Herr Kollege, ich nehme hier keine Gleichsetzung vor, weil unterschiedliche Sachverhalte unterschiedlich bewertet werden müssen. Aber natürlich hängt alles mit allem zusammen. Wenn ich mir, Herr Kollege Hübner, das macht Sie ja wundern, dass eben nicht nur lineares Denken gefragt ist. Aber selbstverständlich ist es so, dass wenn es gelingt, Prozesse zu vereinfachen, durch ein leichter anwendbares Steuerrecht zu mehr Rechtsklarheit zu kommen, durch die Abschaffung von Gestaltungsvarianten mehr Rechtsklarheit zu haben, dass ich dann Personalressourcen im Ergebnis auch sinnvoller einsetzen kann. Insofern möchte ich klar zu Ihrer Frage, Herr Kollege Schulz, sagen, wir nehmen hier keine Gleichsetzung vor, aber wir haben andere Schwerpunkte, was die Modernität und Aufstellung der Steuerverwaltung in unserem Land angeht, weil wir nicht der Auffassung sind, dass wir einen linearen Zusammenhang haben. Wir brauchen nur mehr Betriebsprüfer, dann haben wir automatisch mit demselben Faktor auch mehr Steuereinnahmen aus der Betriebsprüfung. Ich gehe schon davon aus, dass eine Betriebsprüfung auch gewisse Risikogesichtspunkte im Blick haben wird, dass die Branchen oder die Verdachtsfälle, wo vielleicht in besonderer Art und Weise sich Kontrollen lohnen, auch etwas stärker im Fokus sind als diejenigen, bei denen das nicht so weit der Fall gewesen ist. Und ein letztes Wort an dieser Stelle muss natürlich auch noch gestattet sein zur Verhältnismäßigkeit Ihrer Maßnahmen. Selbstverständlich ist jede Betriebsprüfung, so berechtigt und so notwendig sie sein mag, auch immer ein administrativer Aufwand für ein Unternehmen. Und deshalb, Herr Kollege Schulz, halten wir schon unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten eine richtige Balance für richtig und für wichtig, Unternehmen das Arbeiten zu ermöglichen, die Chance zu geben, wirtschaftlichen Ertrag in unserem Land zu erzielen, der dann ja auch Steuereinnahmen generiert und in einem adäquaten Verhältnis auch Prüfungs-, Dokumentations- und Erläuterungsaufwand für die Finanzverwaltung zu halten. Da gibt es nämlich auch viele Rückmeldungen, gerade für Klein- und Mittelbetriebe, die sich zwar nie was haben zu Schulden kommen lassen, aber natürlich durch die Dokumentation auch viele Ressourcen binden. Das alles gehört in eine faire Balance. Die sehen wir bei Ihrem Antrag nicht gegeben und deshalb lehnen wir ihn auch ab.
Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Witzel. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Minister Walter Borjan. Herr Präsident, meine Damen und Herren, und erlauben Sie mir auch ganz besonders zu begrüßen die Auszubildenden aus der Finanzschule in Wuppertal, die wir heute da haben und die ein ganzes Stück ein Beleg dafür sind, dass diese Landesregierung zu ihrer Ausbildungsverpflichtung und zu ihrer Verantwortung für Ausbildung steht. Und ich will noch hinzufügen, das ist ja manchem vielleicht schon etwas in Vergessenheit geraten, aber dass die schwarz-gelbe Landesregierung, die Vorgängerregierung, mal geglaubt hat, dass man den mittleren Dienst abschaffen könnte und keine Ausbildung mehr bräuchte und sie erst am Ende ihrer eigenen Regierungszeit wieder eingeführt hat, aber so, dass heute die Zahlen, die wir ausbilden, um einen erheblichen Prozentsatz darüber liegen, über den Zahlen, die wir übernommen haben im Jahr 2010. Das ist ja heute auch schon angesprochen worden. Herr Schulz, das ist ja nicht das erste Mal, dass, wenn wir hier Themen diskutieren, der Wunsch ein schöner, ein guter ist, aber dass wir es einfach zu tun haben mit dem Widerspruch auf der einen Seite eines oppositionellen Wunschkonzerts und verantwortlichen Regierungshandelns auf der anderen Seite. Sie reden von einem alten Wahlspruch der Linken, wenn Sie dieser Landesregierung und den tragenden Parteien vorwerfen, dass Sie über Vermögenssteuer oder über Kontrolle reden. Was Sie machen, ist Wahlspruch der Linken hoch vier oder mal vier, Entschuldigung. Denn die haben damals 500 Betriebsprüfer gefordert, wo Sie jetzt 2000 haben wollen, als wir 300 zusätzliche eingeführt haben. Und ich will Ihnen einfach mal sagen, warum das zwischen Wunschdenken einerseits und Regierungshandel mit Verantwortung andererseits hin und her geht. Ich besuche ziemlich viele Finanzämter und rede da mit den Menschen vor Ort, die da arbeiten, den Kolleginnen und Kollegen auf allen Ebenen. Und Sie werden es nicht glauben, die sind sehr dafür, dass sie ausreichende Kapazitäten haben, zu prüfen, Betriebe zu prüfen. Aber die sagen genauso, das hat ja Frau Gebhardt auch schon gesagt, die kommen nicht aus dem Online-Shop, die müssen aus der Finanzverwaltung herausgeholt werden. Das heißt, wir reden sogar darüber, wie wir etwas flexibler die vollständige Auffüllung hinbekommen, damit wir nicht gleichzeitig in der gleichen Weise Lücken reißen, weil wir dort zwar Anwärter wieder einstellen, aber die Erfahrung, die die haben müssen, um vollständige sozusagen Platzhalter wieder zu sein und Nachfolger zu sein für die, die in die Betriebsprüfung wechseln, das geht eben nicht auf einen Schlag. Und das kann man erst recht nicht mit dem vollmundigen Beschluss machen. Das machen wir mal mit 2000 Leuten und dann wird das schon einen wunderbaren Erfolg haben. Herr Minister, Herr Kollege Schulz möchte Ihnen eine Frage stellen. Lassen Sie die zu. Lassen Sie die zu? Ja, ich lasse die zu. Okay. Finanzminister, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Um hier weiteren Fehldarstellungen entgegenzuwirken, folgende Frage. Sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass im Antrag nicht Betriebsprüfer in Höhe von 2000 Stück Personen gefordert sind, sondern die Anzahl der Finanzbeamten, darunter insbesondere Betriebsprüfer, um bis zu 2000 Stellen zu erhöhen und zu diesem Zwecke insbesondere auch die Ausbildungskapazitäten auszuweiten? Lieber Herr Schulz, es tut mir leid, ich nehme zur Kenntnis, Sie haben ja eben selbst gesagt, dass Sie Ihre Forderungen absichtlich weich gehalten haben. Das ist jetzt hier deutlich geworden, dass Sie insinuieren, Sie wollen die Betriebsprüfung stärken, aber sagen, ich habe ja eigentlich nur gesagt, dass wir insgesamt mehr Personal in der Finanzverwaltung brauchen. Und da zitieren Sie mich ja auch, indem ich gesagt habe, da muss der Ressortminister mit dem Finanzminister sprechen, weil ich Ihnen natürlich sage, klar, will der Finanzminister als Ressortminister mehr Personal, um seine Finanzämter zu stärken. Auf der anderen Seite haben wir alles in einen Rahmen zu bringen. Und um zu zeigen, dass, aber ich wiederhole das einfach nur, was Frau Gebhardt gesagt hat. Herr Witzel redet davon, die Effizienz muss gesteigert werden. Kein anderes Bundesland hat so viele Betriebsprüfer mit so viel Nacherhebungseinnahmen pro Kopf
Also ich sage mal, man kann auch dieses Thema Effizienz und das Thema Stärkung überziehen. Natürlich ist jede Stärkung gut, aber es muss doch, hier wird ja der Eindruck erweckt, als wenn die Betriebe in den Jahren, in denen sie nicht geprüft werden, machen könnten, was sie wollten. Als wenn die dann Steuern zahlen, wenn sie Steuern zahlen wollen, und es lassen, wenn sie keine Steuern zahlen wollen. Vielleicht haben Sie auch schon mal etwas gehört vom Risikomanagement. Und das ist genau das, was mit der Effizienzsteigerung, die wir schon machen, zu tun hat. Es gibt keine grünen Wochen in Nordrhein-Westfalen, um das mal deutlich zu machen. Aber was es gibt, ist Risikomanagement, das in den Finanzämtern unterschieden wird nach unterschiedlichen Kategorien der Auffälligkeit einer Steuererklärung, bei der man eben schneller mal nachprüft oder sich mehr Zeit lassen kann. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass wenn Sie doppelt so viele Betriebsprüfer einsetzen würden, Sie dann auch doppelt so viel Nacherhebungsmasse bekämen, das ist doch eine Illusion. Was wir hier machen, ist, dass wir bislang durch eine deutliche Stärkung es geschafft haben, zu der effizientesten Verwaltung im Bereich der Betriebsprüfung zu werden in Nordrhein-Westfalen. Da müssen wir uns von keinem was vormachen lassen. Und das Gerücht, dass andere das sogar zum Standortvorteil erklären, dass sie weniger prüfen, das kenne ich auch. Ich kann nur sagen, die Kollegen darauf angesprochen, oder nicht nur von mir, sondern auch von den Medien angesprochen, weisen das von sich. Das kann man nicht belegen. Wenn es so wäre, wäre das der völlig falsche Ansatz, weil wir einen Staat nicht gerecht finanzieren, wenn wir etwa solche Hintertürchen offen lassen würden. Ich kann nur sagen, wir werden das Mögliche tun, dass alles das, was an zusätzlichen Erschwernissen auch auf die Finanzverwaltung zukommt, weil Politik und Menschen und Institutionen in diesem Land ja oft nicht die Entkomplizierung des Steuersystems haben wollen, sondern es verkomplizieren wollen. Es gibt doch immer wieder Anträge, steuerliche Förderungen zu machen. Da muss ich sagen, die macht auch Sinn, aber die kann Sinn machen. Aber da muss man wissen, die belastet die Finanzverwaltung, und die, die sich gleichzeitig hinstellen und sagen, wir sind der Meinung, alles muss entschlackt werden und dann geht alles ganz einfach. Und wenn das der Finanzminister nicht macht, dann hat er versagt. Die wissen nicht, in welchem Raum sie diskutieren. Und ich kann nur sagen, wir haben da, glaube ich, das können wir jedem zeigen, einen guten Weg gefunden, den werden wir beibehalten, auf dem werden wir konsequent weitergehen. Wir können uns sehen lassen mit dem, was wir aufgestockt haben nach 2010. Und wir werden natürlich auch im Rahmen der Zukunft dieser Finanzverwaltung weiter diskutieren, was zu verbessern ist und wie wir das anstellen können in einem vertretbaren Landeshaushalt insgesamt. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Herr Minister, bleiben Sie so nett und warten noch auf die Kurzintervention von Herrn Kollegen Schulz. Und los geht's. Ja. 90 Sekunden, Herr Kollege Schulz. Vielen Dank. Herr Finanzminister, auch Sie haben, jetzt wieder ausgeführt, welche hervorragende Arbeit die Finanzbeamtinnen und Beamten im Lande Nordrhein-Westfalen durchführen. Ja, das habe ich in meiner Rede sogar ausdrücklich betont. Ich stehe auch dazu. Entscheidend ist aber, dass Sie eben auf verlorenen Posten arbeiten müssen. Denn aus Ihrer eigenen Übersicht ergibt sich, dass 173.000 Mittelbetriebe und 332.000 Kleinbetriebe, nehmen wir die nur mal, in Nordrhein-Westfalen im Jahre 2014 existierten. Und die allgemeine Statistik sagt einfach, dass Mittelbetriebe, die eben erwähnten, alle 15 Jahre geprüft werden, Kleinbetriebe ungefähr alle 30 Jahre. Innerhalb dieses Zeitraums möchte ich niemandem von den Unternehmerinnen und Unternehmern unterstellen, zu tun und zu lassen in steuerrechtlicher Hinsicht, was sie wollen. Fakt ist aber, nach 15 und 30 Jahren sind alle steuerlich relevanten Tatbestände verjährt. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und wenn Sie pro Jahr nur ca. 2,5% aller Betriebe prüfen, können Sie sich doch ausrechnen, dass Sie 10 Jahre brauchen, um 25% der Betriebe zu prüfen, und eben 20 Jahre, um 50% aller Betriebe zu prüfen. Und wo das hinausläuft, können wir sagen, alle 100 Jahre, können Sie von ausgehen, wird jeder Betrieb einmal geprüft sein. Dann sind aber alle steuerlich relevanten Tatbestände ganz sicher verjährt. Wie stehen Sie dazu? Herr Schulz, ich finde den Widerspruch bemerkenswert, dass Sie einerseits dieser Landesregierung vorwerfen, dass sie einen Informationsaustausch haben will im Kapitalverkehr und bei den Einkünften aus Kapital, so wie er selbstverständlich ist bei Einkünften aus Arbeit, dass Sie an dieser Stelle aber
jetzt auf Kontrolle, auf viel höhere Kontrolle Wert legen. Das ist erstmal der eine Punkt. Der zweite Punkt, Sie unterstellen, dass eine durchschnittliche ein Prüfabstand zwischen zwei Prüfungen praktisch fix ist. Das heißt, dass hier jemand sagen kann, ich werde ja jetzt die nächsten 30 Jahre nicht mehr geprüft, da kann ich ja 20 Jahre lang machen, was ich will, dann machen wir es eben nicht 30 Jahre. Sondern jedes Unternehmen, auch mit einer geringeren Prüfungsquote, muss jedes Jahr damit rechnen, dass es eine Betriebsprüfung hat. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit kleiner ist. Und dass wir beim richtigen Einsatz von Ressourcen uns die Großen mit den enormen Nachversteuerungsvolumina besonders angucken, die auch wissen, die dafür auch Institutionen haben, die auch wissen, dass das auf sie zukommt. Das finde ich erstmal völlig in Ordnung, dass man nicht die Kleinen sozusagen mit jährlichen Prüfungen drangsaliert. Dass man, auch wenn die Kapitalanlagen haben, diese Kapitalanlagen kontrolliert, finde ich vollkommen in Ordnung. Auch die Kleinen müssen ihre Arbeitseinkünfte dem Finanzamt melden. So, und wenn wir das richtig machen und wir haben eine durchaus auch automatische Erfassung und Prüfung, wo Auffälligkeiten liegen, dann wird normalerweise richtig versteuert. Und dann ist die Abweichung, die sich dann vielleicht ergibt für die letzten 10 Jahre, dann ist die sehr überschaubar. Aber das Risiko, geprüft zu werden, das ist auf jeden Fall da. Und was wir hinkriegen müssen, ist das Risiko muss so sein, dass jemand sich nicht veranlasst sieht, sich in Sicherheit zu wiegen. Das ist vollkommen klar. Und das Zweite ist, es muss natürlich auch entsprechende Sanktionen dann geben, wenn man sich nicht an die Regelungen gehalten hat. Das ist vollkommen klar. Vielen Dank, Herr Minister. Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende Piratenfraktion hat direkte Abstimmung beantragt. So verfahren wir dann auch. Wir stimmen ab über den Inhalt des Antrags, Drucksache 11886. Wer stimmt für diesen Antrag? Danke sehr. Wer stimmt dagegen? Danke sehr. Wer enthält sich der Stimme? Danke sehr. Dann stelle ich fest, dass der Antrag Drucksache 11886 mit den Stimmen von SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP gegen die Stimmen der Piratenfraktion bei Enthaltung der CDU-Fraktion abgelehnt ist. Ich rufe